So, Hallöchen, meine lieben Freunde und ein ganz herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Update-Video von Demon Master. Und meine lieben Freunde, ja, was heißt Update-Video? Eigentlich kein Update-Video, denn ich habe mal wieder ein bisschen aufgeladen für, also ich habe 750 Kronen, wenn man das jetzt so nennen möchte. Ja, ich habe heute einiges vor in dem Part, auch wenn es für euch vielleicht jetzt nicht so berauschend ist. Aber ich habe ein wenig mir Gedanken gemacht, was ich denn so mit meinen, ja, wie soll man sagen, Rare Digis machen kann, so in etwa wie Lucemon und den ganzen Shit. Da habe ich mir erstmal vorhin eine ganze Liste gemacht, die ich jetzt hier offen habe, und die Rare Digis eingetragen, die 5-5 sind und einmal die 4-5 sind. So, die 5-5er, die kann ich abhaken, die werde ich mit normalen Fruits fruiten, aber die 4-5 waren, so zum Beispiel wie Kudama, Lucemon und so weiter, werde ich jetzt gleich mit einer Growth Food auf 125% fruiten. Mache ich jetzt einfach. Ich werde mir jetzt gleich für ein paar Digis ein paar Growth Fruits holen. Für die ich haben möchte. Und ja, dann habe ich das Thema schon mal gegessen. Und den Rest hier jetzt, wie zum Beispiel, ja, sagen wir jetzt Warmon oder so. Das war ja auch ein 4-5er, dass ich es irgendwann wegschmeiße und dann 5-5er hole. Also das wollte ich jetzt nach und nach aktualisieren. Aber Lucemon und so Shit, die lasse ich dann alle auf 125%. Ist ja kein Ding. Und, ja, dann würde ich sagen, ich gucke in meine Liste rein. Ihr werdet mich wahrscheinlich jetzt umbringen und sagen, wie Kunemon? Warum willst du Kunemon mit einer 125% Fruit fruiten? Das ist doch voll die Verschwendung. Ja, ist es auch. Aber dieses Kunemon, das liegt mir am Herzen wegen einem ganz bestimmten Spieler. Heißt ja natürlich auch so. Und ich möchte dieses Digimon nicht löschen. Ich lasse es auf 125%. Und ich werde dafür eine Fruit ausgeben. Und es ist mir egal, was ihr sagt. Dieses Digimon wird im Team bleiben. Auch wenn ich es jetzt mit einer 125% Fruit fruiten werde. So, hatte ich zu Kaimon drin, ne? Ja, zu Kaimon wird auch mit einer 125% Fruit gefruitet. Hatte ich denn hier was? Ja, der hier wird gefruitet. Den brauche ich nicht fruiten, weil der auf 5 war. Lucemon kann ich aber fruiten. Dann hole ich im Kunemon raus. Und dann wechsle ich direkt auf... Ja, Lucemon hole ich noch rein. So, dann habe ich schon mal 4 Growth Fruits, die ich mir jetzt schon mal holen kann. So. Dann gehen wir mal in den Cash Shop rein. Und holen uns erstmal 4 Stück. So, 1... Mein Gott, 2, 3, 4, so, dann haben wir das schon mal, dann kann ich noch, also was wollte ich noch haben, ich war hier auf der Seite, ne, auf der dritten Seite, ne, okay, hier hatte ich alles erledigt, dann brauche ich da noch eine für, 2, 2, 2, 3, 4, dann brauche ich 5. 5 Stück brauche ich jetzt noch. Also hole ich jetzt noch 5 Stück. Zack. 1. 2. 3. 4. Ja. Okay, jetzt nicht überstürzen. Bevor ich gleich irgendwas doppelt habe. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also noch 2, glaube ich, ne? Ich hoffe es doch mal. 2. So. Aber warum kauft der jetzt nichts, ey? Habe ich jetzt einen Bug hier drin oder was? Oder kann man nur eine begrenzte Anzahl kaufen? So, hol die mal raus. Zack, 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 zack. So, 7 Stück, mir fehlen noch 2. Dann wechsle ich im Channel 8. Jetzt habe ich die bestimmt im Cash Shop, habe 1000 Stück noch gekauft, ey. Nee. Okay, Cash Shop, 2 Stück brauche ich jetzt noch. So, zack und zack. So, den Rest, den behalte ich erstmal. Da mache ich erstmal mit nichts. Ja, nimm sie doch raus. Mein Gott. So, 9 Stück haben wir. Dann können wir hier schon mal ein wenig anfangen. Jetzt können wir unser Kunemon auf 125% machen. Blub, blub. So. So wollte ich das gerne haben. Jetzt kommen die anderen. Eben schnell. So. Er hier, ihmchen. Gut, 125%.
Ja, mein Zukaimon. Also ich mache das nur bei den Rare-Digis, also bei denen, die man jetzt eigentlich nicht mehr so bekommt. So, 125 und jetzt noch Lucemon. Da gehen wir auch direkt mal hoch. Auf 125, so. Dann kann ich die auch jetzt schon mal wieder auswechseln für die anderen. Auf welcher Seite machen wir weiter? Dann kommt einmal Baihumon. Dann Tarnemon. Das war Punchismon. Zack, Baihumon. Und natürlich noch eben hier, Kudamon. Da müssen wir Lucemon rausballern. So. Und eins kommt jetzt gleich noch. Das werde ich gleich jetzt eben hatchen. So, dann Baihumon. Eben auf 125%. Ja, ja, da müssen wir jetzt mal eben hier alles tun. So, Punchismon, 125%. Also die lasse ich auch alle auf 125. Also mir ist das jetzt nicht so wichtig, dass ich hier auf 129 habe. Ich habe ja meine wichtigen auf 129%. So ist das nicht. So, Kudamon auch jetzt noch. So, das ist auch auf 125%. Alles klärchen, Popärchen. Dann fehlt mir jetzt noch ein Digi. Da wechsle ich aber eben jetzt den CH, weil ich keinen Bock habe, mir hier alles voll zu stehen und so Zeugs. So. Alles klar. So. Da ich ja noch ein paar Digi-Eggs habe. Hier, wo ist es? Wo ist es? Ich hoffe, ich habe es nicht weggeschmissen oder so. Wo waren sie denn? Wo war... Ah, da. Hier, das Punchismon White. Kann ich jetzt hatchen? Rockdaten habe ich. Bah. 369. 9 Stück. So. Reicht mal eben. Packe ich die eben alle wieder rein. Hole ich hier mein Dracomon. 130% raus. So, zack. Fertig. Rüberhatchen. Und dann kann ich den restlichen Bullshit kann ich jetzt eben schnell wieder reinholen, den ich noch brauche. Ja, hier, mein Natsu habe ich auf 81 gelevelt. Wollte ich gerne tun. Ich wollte ja mein Examon leveln, also habe ich gestern noch alles eben schnell gemacht. So, dann nehmen wir Power Punch, will ich nicht haben. Ich will mein anderes haben hier, mein Incognito. So, und den können wir wieder reinballern. Alles klar. Dann hatchen wir mal eben hier. Punchismon, White. Wow, das war jetzt ein Mega-Lag. So, Schach hieß ja mein Dinges und Matt, ich muss mal googeln. Schach, Matt, schreibt man das mit Doppel-T? Schach. Warte mal. Schach, Matt, haben wir Doppel-T. Alles klar. Matt. So. Dann haben wir das auch schon mal neu in der Sammlung auf 125%. Schalte ich auch direkt eben alles frei, wenn ich so viel Evos noch habe. Aber ich denke mal, dass ich nur so viel Evos haben werde. So, wird ja oben nicht angezeigt. 3-5er werden ja nicht angezeigt. Aber das sollte kein Problem sein. Ups, weg aus dem Hatcher, bitte. So. Dann mein Punchismon White. Ich bin mal gespannt hier. 51 AT. Mal gucken, wenn wir den jetzt auf 125% ballern. Bam. 71, 20 AT mehr. Läuft. Muss man sagen, ne? Läuft. So, dann haben wir das auch alles erledigt. So. Das kann man hier hinlegen. Dann, ich müsste noch 10 Evos haben, glaube ich. Ja. Das müsste reichen. So, haben wir das auch freigeschaltet. So, das Punchismon kann ich dann jetzt scannen. Hier habe ich eh nichts mehr vor jetzt. Habe ich alles getan, was ich machen wollte. Gut, dann haben wir mal eben ein paar Digimon auf 125% gemacht, die ich unbedingt auf 125% haben wollte. Ich probiere nochmal eben was aus, ob ich Tsukiyaomon hochballern kann. Ich habe ja hier noch ein paar Fruits, 11 Stück. Da können wir ja mal eben Luki-Luki machen, ob wir da irgendwie was schaffen. 122 auf 122. Badababababam. So, 123.
26. 125. 23. Na gut, ich denke mal, das wird nichts. 119, lol. 124 und 122. Okay, alles klar. Schön, habe ich hier noch was? Ne, wir haben jetzt... Oh, ein Reward-Coin. Wey. Gut, was kann man noch so machen? An Digimons werde ich jetzt erstmal nichts Neues holen oder so. Ich habe ja jetzt erstmal hier alles auf 125% geflutet, was ich haben wollte. Ja, gut. Gut. Haben wir das auch erledigt? Ja, dann wollte ich noch eine andere Sache ansprechen mit euch. Ich habe ja in 8 Tagen habe ich Geburtstag am 11.11. Und ich wollte dann am darauf folgenden Wochenende, an dem Freitag, denke ich mal, oder an dem Samstag, mal sehen, wann ich feiern werde. Genaue Infos werden dazu noch kommen, einen Livestream starten, halt so ein Geburtstags-Livestream und wollt mit euch ein bisschen chillen, quatschen, zocken, dies, das und halt bis Open End, bis es nicht mehr geht. Und ja, wenn ihr Bock dazu habt, schreibt es doch einfach in die Kommentare und so. Wäre auf jeden Fall richtig chillig von euch. Und ich werde dann jetzt auch bald die Tage wieder anfangen mit dem Leviamon-Special, dass ich dort weitermache. Übrigens habe ich auf dem Leviamon die Welcome-Back-Box zurückbekommen und ich habe einen 5-5 Lucemon gekriegt. Also guter Start für das Tutorial-Projekt. Ich darf es nehmen, ich habe es bekommen vom Server, also werde ich mir dann das Lucemon hatchen und damit Lucemon ein bisschen rumgammeln, würde ich sagen. Also könnt ihr euch darauf auch freuen. Ja, ansonsten werde ich jetzt noch jetzt ein bisschen meinen Examon und so leveln, damit ich da ein bisschen weiter hochkomme. Ich werde noch ein bisschen Etemon raiden gehen, damit ich meine Coins hier bekomme für meine Desert Glows und so Zeugs. Ich kann auch mal gucken, was denn so im Cash Shop so nur aus Spaß gibt, weil ich weiß nicht. Warte mal, Jorgris und so was habe ich doch schon alles eingesetzt, neue Digi-Aura in 11 Tagen. 11 Tagen läuft die Jorgris ab. Wann läuft denn mein Shop ab? In 8 Tagen. Da müsste mein Jorgris auch jetzt die Tage bald ablaufen. Auch in 11 Tagen. Ja, dann hole ich das jetzt alles schon mal wieder auf Reserve. Digi-Aura 30 Tage. Shop für 30 Tage. Ja, und den Jorgris. Wo ist er? Ach, der ist bei Digimon, ne? Bei Evolution. Da, Jorgris Ship, 30 Tage. Dann könnte ich mir eventuell noch, falls irgendwie noch was kommen sollte, mir nochmal ein Archiv holen oder zwei. Haben wir da auch jetzt schon fast wieder das Geld ausgegeben. Okay. Ich könnte, um noch ein bisschen Geld zu verdienen, vielleicht noch ein BM holen, aber ich glaube nicht. 5-5, bla 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 bla. Drum'n'Breaker. Friendship und so Zeugs brauche ich eigentlich nicht. Vielleicht die immer, was ich noch nicht habe, aber vielleicht Glück habe und ich es hatchen kann. Ich wollte mir eigentlich Agumon und Gabumon nochmal neu machen auf 5-5 wegen Omegamon. Ist zwar schon beide auf 15-15, aber shit happens. Ich bin am überlegen, ob ich das mache. Aber ich glaube nicht, dass ich beim ersten Eck direkt einen 5-5er kriegen werde. Das ist das Doofe dabei. Deswegen, oder soll ich No Risk, No Fun machen? Ich habe noch Drimogemon BM und Gabumon BM auch noch. Ich habe zwar das Gabumon geholt, aber war auch ein 4-5er. Also auch scheiße gewesen, ne? Warte mal, ich hole mal Drimogemon. Vielleicht habe ich ja Glück, aber nur vielleicht. Lol. Wie wenig habe ich denn jetzt bezahlt, bitte? 70 Kronen? Ich habe voll wenig bezahlt jetzt gerade. What the fuck? Lol. War das jetzt noch ein Bug? So, Drimogemon, gucken wir mal eben nach. Vielleicht haben wir ja Luck und kriegen 5-5er Drogemon. Drimogemon glaube ich aber eher nicht. Scan die Egg. 3 von 5. Champion. Kann ich alles wieder verkaufen. Also. Digi-Egg. Warte mal, vielleicht war es ja wirklich ein Bug. Dann kann ich mir vielleicht ein Agumon holen. Normales Agumon.
Fuck. Hätte ja klappen können. Gut, dann haben wir noch 60 Kronen. Na egal, ich muss ja nicht alles auf den Deckel hauen jetzt. Dann würde ich sagen, war es jetzt erstmal für das Update. Wie ihr es fandet, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und wegen dem Livestream würde ich auch gerne eure Meinung dazu wissen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Folgen-Updates von Demon Masters Online wieder. Und ich würde euch vielleicht nochmal bitten, wenn ihr Bock habt, mich auf Facebook oder Twitter zu liken. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr toll von euch. Ich weiß, ich kann damit ein bisschen nerven, aber ich brauche ein paar Leute dort. Ich brauche euch, Leute. Liked mal bitte die Seite, auch wenn es jetzt heißt, du bist like, bla bla bla. Nein. Weil ich dort sehr, sehr aktiv bin und wie gesagt, dort auch viel so poste mal zwischendurch und nicht alles in einem Video machen muss. Und ja. Deswegen, man sieht sich, Leute. Haut rein und bleibt sauber. Tschüss.